So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem wunderbaren Video zu Need for Speed Unbound und zum ersten Video zu Volume 9. Die ist gerade gedroppt und bringt ja einen wunderbaren neuen Spielmodus, nämlich den Lockdown-Modus, mit sich, den wir uns heute in diesem Video natürlich auch einmal gemeinsam anschauen wollen. Mal gucken, wie gut das funktioniert, weil das ja eigentlich so ein Dreier-Team-Modus ist und wir heute gerade mal in diesem ersten Try auf jeden Fall mit Randoms reingehen werden. Wir schauen mal, wie das läuft. Heute Abend auf Twitch wird es auf jeden Fall einen Teil geben, wo wir das dann mit ein paar Leuten im Discord zocken werden. Und ich denke mal, da kann man sich noch ein bisschen absprechen. Aber wir gucken gleich auf jeden Fall gemeinsam mal rein. Timestamp dazu findet ihr gerade unten in der Videoleiste, weil wir gucken jetzt erstmal am Anfang dieses Videos kurz mal in den neuen Speedpass rein, welche Inhalte dort mitgekommen sind. Aber wie gesagt, wenn ihr schon direkt den Lockdown-Modus sehen wollt, einfach unten auf den Timestamp gehen und dort rüberspringen. So, wir gehen jetzt mal, wie gesagt, in den wunderbaren Speedpass rein und gucken mal, was wir dort alles Neues enthalten haben. Wir haben einerseits einen wunderbaren neuen Sticker. Wir haben schöne neue Felgen. Das sind 3 STM. Da haben sie ja gesagt, ein paar lizenzierte, was ich sehr, sehr geil finde. Ich bin sehr großer Fan von lizenzierten Felgen und die sehen ja mal sehr gut aus. Können wieder so eine Felge sein, die ich auf alles schaller. Dann haben wir Projektionspack US-Hersteller, also die ganzen US-Hersteller bekommen dann eben ihre Markenlogos. Das ist ja auch neu, dass die ganzen Autohersteller eben die Markenlogos als Projektion bekommen. In dem Fall zum Beispiel die Acura, aber wie gesagt, alle anderen US-Fahrzeuge. Dann haben wir ein wunderbares Most Wanted Nummernschild. Dann haben wir als Premium-Belohnung hier bei Level 5 schon den Integra Type R. Freue ich mich riesig drüber. Dann haben wir das Kaizen-Graffiti. Ultra geil, muss ich sagen. Das ist vor allem, guck ich mal, wie das hier blickwinkeltechnisch arbeitet. Ist das ein ziemlich, ziemlich geiles Feature hier. Weil der die Schrift immer gerade ist, egal welchen Blickwinkel man drauf guckt. Bumst ein bisschen den Kopf, muss man sagen. Dann haben wir für die Kopfanpassung auch was Neues bekommen. Was ganz cool ist, dass da auch was weiter für den Hoppers-Europe-Modus gibt. Nämlich eine neue LED-Leiste oben, wo eben steht, hier Lockdown, ne? I'm gonna take your ride und dann Lockdown. Dann haben wir neue LED-Felgen zum 30-jährigen Jubiläum. Ein weiterer Nummernschildrahmen, auch zum 30-jährigen Jubiläum. Dann haben wir weitere wunderbare neue Speedfans, auch zum 30-jährigen Jubiläum, die aber ziemlich geil aussehen. Dann haben wir das erste Bodykit für den Integra. Da werden wir aber mal in Ruhe noch drauf eingehen, wenn wir den Wagen dann tunen. Neue wunderbare Effekte. Dann Projektionspack für die deutschen Fahrzeuge, hier in dem Fall zum Beispiel das AMG-Logo. Dann haben wir neue Felgen nochmal. Schöne Steelies, so, schöne Stahlfelgen. Kommt, je nach Autos kann das ganz schön gefährlich kommen, muss ich sagen. Wir haben ein Most Wanted Nummernschild, was passend wie damals bei Underground 2 und so. Schön das Intro von Most Wanted hier auf, als LED-Nummernschild. Wir haben eine Undercover Cop Edition vom wunderbaren R34 GTR jetzt. Dann ein Spieler-Skin. Dann ein weiterer Karosserie-Kit für den Integra. Hier noch ein weiterer schöner Fahreffekt. Der ist auch wieder ganz geil. Ich muss sagen, mit den Fahreffekten spielen sie sehr viel mittlerweile rum, was ich geil finde. Es ist nicht mehr dieses typische nur noch Comic, sondern es ist eigentlich gewissermaßen alles so ein bisschen. Ist einfach alles ein bisschen dabei, was ziemlich cool ist, mehrfacherweise. Ich feiere es sehr. Dann haben wir einen XP-Boost, weiteres Karosserie-Kit. Wie gesagt, gucken wir uns jetzt nicht an. Noch einen schönen Satz, weitere Rotiform-Felgen. Noch weitere Turbo-Fans. Hier Most Wanted Design, auch nicht schlecht. Dann haben wir noch ein Graffiti-Design. Ich muss sagen, die Graffiti-Designs feiere ich hart. Also wie gesagt, die sind kompletter Kopf-Fick, aber nice to have auf jeden Fall. Noch ein weiteres Kopf, LED-Schild oben. Was eine matte. Das wird irgendwas bedeuten. Das ist irgendwo. Es ist eine gute Frage, wofür das steht. Da müsst ihr mal euch Gedanken machen. So, dann ein weiteres Most Wanted Nummernschild. Letzte Bodykit. Nee, Lockdown-Spezifikation. Das Premium Bodykit eben hier vom Integra in der Lockdown-Spec-Variante, wie man ihn im Trailer gesehen hat. Finde ich ziemlich geil, vor allem dieses runtergekommene. Hat schon was. Dann haben wir wunderbares Decal-Pack, passend zum neuen Lockdown. Noch ein weiteres Most Wanted Nummernschild. Need for Speed Most Wanted, wunderbare LED-Felgen. Dann haben wir für die italienischen Fahrzeuge ihr Projektionspack. Bei Level 32 gibt es dann nochmal weitere Fahreffekte. Dann, Level 33 einen weiteren Spielerskin. Bei Level 34 schalten wir, das dauert echt lange, dann auch endlich den WX STI frei. Der ist ja kostenlos, den gibt es auch ohne Premium Speed Pass. Haben nochmal weitere Felgen. Die sind geil, vor allem mit der Animation. Dann haben wir Bannerkunst. Ich habe keine Ahnung, welches Auto diese Bannerkunst angelehnt sein könnte. Keine Ahnung. Weitere LED-Felgen mit Most Wanted Design. Nochmal ein schönes weiteres Need for Speed 30 Years Plate, was ganz cool ist, weil es die ganzen verschiedenen Need for Speed Icon Liveries verbindet. Equip Fake. Sind Equip Fake, oder? Sind sie Equip? Könnten sein. Ne, Work. Sind es Work? Work. Sind Work Fake. Okay. Aber auch super nice. Vor allem für so i86 wollte ich gerade sagen. Haben wir ja nicht. MX-5 und so. Gut. Dann für die UK-Autos natürlich auch ein Projektionspack. Noch ein weiteres muss man nur mal schön mit Rockport im Hintergrund. Erstes Karosserie-Kit für den Impreza. Wie gesagt, guckt mal in Ruhe an.
Da haben wir ein LED-Nummernschild. Oh, das ist aber geil. Das ist das originale Most Wanted-Nummernschild. Animiert und der M3 fährt drüber. Das ist optisch ziemlich fett, muss ich sagen. Noch ein schöner Satz neue Felgen. Dann haben wir Undercover Cop Edition vom neuen Elva. Projektionspack natürlich für die japanischen Autos gibt es dann auch noch. Dann haben wir, ne, wunderbares Most Wanted hier Felgen-Design mit dem Eclipse von, ach, wie hieß er denn noch? Der Mitsubishi Eclipse-Dude, shit, aber auf jeden Fall davon ist das Design ja aus Need for Speed Most Wanted. XP-Boost dann nochmal, bei Level 49 gibt es nochmal ein wunderbares okay, das Nummernschild ist geil. Nice Pinstripe und mit Cross, okay. Das könnte mein neues Lieblingskennzeichen werden. Das ist schon weit mit da oben bei. So, noch ein weiterer Satz, Turbo-Fans haben dann ein schönes Lockdown-Graffiti nochmal, wo hier eben Lockdown drinsteht. Wie gesagt, du musst so ein bisschen durchgehen, dann siehst du, was da drin stehen soll. Noch ein Spielerskin. Dann haben wir die Undercover Cop Edition vom Range Rover. Weiteren Satz, wunderschöne Workfelgen, auch nice. Dann ist der NFS Legends BZ Premium da. Der ist ja angelehnt an das Auto eben aus dem Trailer-Material von Need for Speed 2015. Aus dem ganzen Promo-Zeug finde ich super cool, dass der reinkommt. Mit dem verbinde ich sehr viel. Das ist eine gute Zeit gewesen. Noch ein Karosserie für den Subi. Dann geht's weiter. Wir haben noch ein paar schöne Felgen. Oh, das ist geil. Das ist auch das schönste Teil. Wir haben. Ja, das ist cool. Noch ein Nummernschild. Mit der Rockport-Map im Hintergrund. Auch geil. Dann NFF 30 Anniversary, ne? Nummernschild animiert. Projektionsplatz für schwedische Fahrzeuge. Das ist geil. Warum auch immer das da nicht bei. Also ja, das ist halt eine eigene Kategorie nochmal. Naja, gut. Dann Nummernschildrahmen, Need for Speed Most Wanted. Das ist nice to have. Wir haben noch ein Tech Graffiti, ein weiteres. Dann haben wir noch die Colorado in der Undercover Competition, was ich halt bescheuert, was das Ding so ein Brecher ist, dass es nicht übersehbar ist. Dann haben wir Felgen, was ich cool finde. Das sind Turbo-Fans, aber mit dem Design der M3 GDR-Felge. Ist eine ganz coole Anlehnung, muss man sagen. Noch ein Karosserie-Kit für den Subi. Dann haben wir noch weitere animierte Felgen. Der Switch zwischen den. Okay. Der Switch zwischen M3 GTR und der Felge von Ace of Rocky. Warte mal. Müssen wir hinten drauf achten. Der Switch zwischen wirklich allen Icon-Felgen durch. Oh, Digga, das ist eine geile Felge. Noch ein XP-Boost. Ein weiteres animiertes Nummernschild. Noch ein Spielerskin bekommen wir. Dann gibt es hier bei Level 70 die Lockdown-Spec-Variante vom Impreza, wie man sie auch im Trailer gesehen hat. Sieht damit die Special-Rückleuchten und so. Richtig geile Bude, muss ich sagen. Finde ich auch sehr geil. Dann noch eine weitere LED-Kopfleiste. Lass die Straßen brennen in grün. Boah, das ist fett. Nitro-Felgen. Ein muss man das Nummernschildrahmen nochmal. Und zuletzt natürlich hier bei Level 75 gibt es den 30. Jubiläum M3 GTR. Der, ich sag mal, ein bisschen zusammengewürfelt ist, was ich ziemlich, ziemlich geil finde. Vor allem müsst ihr mal gucken, es ist das einzige Auto im Spiel, was vier verschiedene Felgen fährt. Normal können wir ja nur achsweise wählen, aber wir sehen, vorne links ist Ace of Rocky 190er, deswegen auch das Design und die Felge. Dann haben wir Eddie Skyline ja auf der Tür. Hinten links haben wir Rage's 350Z mit der passenden Work-Felge. Hinten rechts haben wir dann nochmal East Sider, aber auch mit der BBS Le Mans drauf. Und hier haben wir dann eben nochmal ein bisschen Ace of Rocky und rechte Seite ist ja der M3 GTR-Kuhflügel mit der offiziellen Felge. Und das finde ich, ey, das ist ein geiles Ding. Vor allem auch mit dem Scheinwerfer-Design. Ja, Speedbus freue ich mich drauf. Da sind ein paar geile Sachen drin. So, jetzt gehen wir aber in den wichtigen Part rein, nämlich in den neuen wunderbaren Lockdown-Modus, meine lieben Damen, den man natürlich jetzt hier ganz normal über Spielsuchen findet. Ihr habt einerseits PvP, Freifahrt, sowie auch den Lockdown. Hier bei freien Fahrt seht man schon ein paar andere Autos angeteasert von der Blacklist. Da sehe ich nämlich eine Corvette mit einem ganz spezifischen Design und auch eine Eclipse. Ah, guck mal an. Ja, müssen wir mal schauen. Gut, schließ dich deiner Crew in einem Rennen gegen die Zeit an, um Beutelsorgat an Rivalen auszuschalten und zu entkommen, bevor die Sperrzone Lakeshore verschlingt. Da steht auch ganz klar nochmal angegeben, Party mit drei Spielen empfohlen. Weil wir natürlich absprechen, das ist ein Extraction-Modus, da macht es natürlich eigentlich Sinn, sich abzusprechen. Wir gehen einfach mal rein, wir lassen uns mal überraschen und schauen mal. Oh, Junge, jetzt haben wir erstmal eine ganz neue Sache. Okay, alles klar. Wir haben erstmal noch Aufgaben, theoretisch. Aktuelles Strafregister ansehen. Ist das ein Most Wanted Vibe? Ist das geil. Eieiei. Okay, man sieht halt wirklich genau, was man alles gemacht hat. Und das ist geil. Richtig mit Kopf. Sehr geil. Dann haben wir noch die Aufgaben. Zum Beispiel, schnapp dir alles an Beute, die du rund um Lakeshore findest. Gelten Verfolgungstechnologie. Ja, gibt es ja auch Waffen, die man einsetzen kann. Öffne die Karte, setze einen Knackpunkt, Autoschlüssel-Symbol als GPS. Okay, nimm ein Rennen mit einem geklauten Fahrzeugteil. Oh Junge, im Lockdown-Modus gibt es einiges. Wir gehen mal auf so Spiel, Mann. Mehr so Spiel von Lockdown. Ah, es gibt eine Anleitung über QR-Code. Das ist ja ein wilder Move. Aber gut, ich glaube, es ist einfacher. Nach 20 Seiten. Ist die Seite schon online? Gucken wir mal. Wir gucken gerade mal schnell, ob diese wunderbare Seite schon online ist. Die lädt. Ja, da gibt es Infos zu, aber. Ja, wir.
Ja, wir werden das einfach mal, wir gehen einfach mal random rein, komm. Dann haben wir Aufträge, wo es bestimmte Belohnungen für gibt. Zum Beispiel, wir kommen zu Lockdown, lass uns Chaos stiften, die Kopf wie Punks aussehen lassen. Räserache, da gibt es zum Beispiel einen Aston Martin. Und natürlich hier, frei diese Schätze aus den Hallen, um die ikonische Liste dieser Fahrzeuge aufzubauen. Oh, hier haben wir die Blacklist-Fahrzeuge. Oh, extrahiere erfolgreich Sony Sonderangefertigten Civic Type R. Oh, boah, die Bilder sind aber auch insane fett, ne? Ich finde gut, dass Baron weiterhin einen Porsche fährt, einen Cayman fährt, also mit dem 718 Spider. Aber es ist egal. Alter, ich werd bekloppt, Alter. Die sehen die gut aus. Da, Razers sonderangefertigten M3 GTR. Sie haben Razer falsch geschrieben. Razer wird doch O geschrieben, oder? Razer BMW. Ja, Razer wird doch mit O geschrieben. Wieso? Da, Schreibfehler. Das akzeptiere ich nicht. Aber auf jeden Fall, es ist Razer. Jetzt steht da nicht mehr Razer X, ihr Ficker. So, auf jeden Fall haben wir die ganzen Blacklist-Autos. Das ist ja voll geil. Okay, dann haben wir hier noch Fahrzeuge. Okay, alles klar. Dann haben wir unser Strafregister. Meine Wagen, die ich wählen kann, theoretisch. Ich wähle jetzt einfach mal irgendwas mit ein bisschen Bums, vermute ich mal. Ich glaube, es macht ganz gut Sinn, irgendwas mit Leistung zu fahren. Also, schätze ich mal. Oh, falsch rum. Also, hätte ich jetzt gesagt, es macht was Sinn, was mit Bums zu wählen. Was habe ich denn so mit Bums? Komm. Machen wir es richtig. Party erstellen, Spiel suchen. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal. Gucken wir mal. Wir suchen mal eine Crew, hoffen wir, dass ich zwei andere Randoms finde. Wir haben sogar Leute dabei. Die haben auch schon Aufgaben erfüllt. Gott, man sieht auch schon, welche Aufgaben die gemacht haben. Ich vermute, die sind auch, das sind zwei Randoms, aber ihr seht, die sind jetzt mit mir in der Party, wie ihr oben seht. Also er stellt dann gewiss eine Party. Also es macht, wie gesagt, Sinn, in diesem Modus natürlich mit seinen Freunden zusammen zu spielen oder mit Leuten, mit denen er absprechen kann. Ist wie bei Extraction-Shootern, geht mit Randoms, aber ist halt ein bisschen Larifari und man kann sich halt wenig absprechen. Ich weiß gar nicht, wie lange so eine Runde ist, jetzt beim Lockdown überhaupt geht. Ich habe wirklich keinen Plan. Ich hätte mir die Anleitung durchlesen sollen. Wir gehen da jetzt einfach rein. Wir haben zwei Leute, der eine hat schon gespielt. Der wird wissen, was er macht. Vermutlich. Wenn auch nicht. Wir gucken mal. Ich will mich jetzt einfach überraschen lassen. Das richtig absprechen und sinnvoll spielen, das kommt noch. Das kommt mit weiteren Videos. Ne? Das ist jetzt hier gerade der Waffle First Look. Ich habe gerade das Spiel mit euch zusammen gestartet. Ich habe noch nichts, keine Ahnung von hiervon. Wir werden jetzt einfach mal gucken, was uns erwartet. So spielt man Lockdown. Drücke und. Bist du bereit bist für den Lockdown? Denk dran, je mehr du klaust, umso mehr kannst du verlieren. Also pass auf. Drücke, um deinen Vertrag anzusehen, oder benutze das Pausenmenü, um deinen. Also eigentlich hätte ich ein Auto wählen können, aber das ging jetzt irgendwie nicht. Gut. Er ließ mich jetzt kein Auto wählen. Theoretisch hätte ich ein Auto wählen können, aber ist egal. Wir gucken mal. Da vorne haben wir auf jeden Fall Kohle rumliegen. Ich fahre den Jungs mal hinterher. Wir schließen uns den mal an. Auf jeden Fall hätte ich theoretisch ein Auto wählen können. Okay, wir haben schon mal ein bisschen Kohle mitgenommen. Da vorne ist noch mehr Kohle. Die hole ich mir mal. Auf jeden Fall liegt die Kohle jetzt hier von der. Wie gesagt, ist wie ein Extraction-Shooter faktisch gesehen. Und hier haben wir Aufträge. Schnappt hier Beute. Ja, okay, die Jungs schnappen nicht mehr Beute als ich. Aber ey, wir bleiben zumindest aktuell zusammen. Das ist ja erstmal positiv. Ich folge den Jungs mal. Da vorne ist Pursuit-Tech auf jeden Fall. Verfolgungstechnologie. Die können wir natürlich auf jeden Fall gebrauchen. Weil hier fahren ja auch überall Cops und auch andere Ways herum. Ich fahre immer hinterher. Da vorne ist noch Kohle. Hier unten ist noch Kohle. Die hole ich mir gerade mal. Der hier. Da unten ist die Kohle. Die hole ich mir mal. Zack, Kohle. Here we go. Und wir haben verschiedene Aufträge. Zum Beispiel öffne die Karte und setze einen Knackpunkt aus. Also wir nehmen einen Raum in einem geklauten Fahrzeug ein. Und wir haben auch Rennen und so. Ich schließe mich den Jungs hier gerade mal an. Ah, eine Runde geht 28 Minuten. Yo, moin. Okay, also wir haben eine halbe Stunde, denkt man, dann kommen die Extraction Trucks. Und bis dahin muss man sich entschieden haben. Die Jungs nehmen sich hier schon alles mit. Ich bin gerade nur am Mitfahren. Da vorne ist noch was. Ist es vorne ein Lockup? Lockup? Fahrzeug tauschen. Oh, ja, komm. Nice. Oh, okay. Jetzt kann man theoretisch das Auto von mir klauen. Fahrzeug wird geklaut. Ey! Okay, er hat jetzt mein Auto. Okay. Ich habe jetzt Rangers 35Z, aber dafür wurde mir jetzt gerade mein wunderbarer Nissan geklaut. Okay. Interessant. Alles klar. Okay, Mechanik verstanden. Ja, okay. Man kann also hier. Okay, das ist wild. Oder kommen andere Spieler. Oh. Nein! Oh, das war unser eigenes Nagelband, deswegen geht's nicht. Oh, wir haben hier andere Spieler. Ich muss mal gerade mich ganz schnell verpissen, weil sonst gehen wir hier gleich drauf. Mein Auto wird geklaut. Ich glaube, den Wagen, wenn ich nicht aus der Extraction Zone komme, ist dann auch 24 Stunden weg, ne? So wie ich das verstanden habe. Ne? Also,
Noch haben wir auch keine Lockdown-Zone. Also ich glaube, noch ist noch... Ich sollte mich vielleicht mit dem Boy anschließen. Noch haben wir da keine Lockdown-Zone aktiv. Die kommen erst gleich noch zum Ende hin. Und dann kriegen wir Damage, wie gesagt, wenn wir uns dieser nicht anschließen. Okay, wir gehen ohne Rennplay, das ist aktiv. Okay, ey, ich muss jetzt gerade mal reinkommen hier. Ich bin so überfordert, was hier abgeht. Wir haben Sachen zum Einsammeln, dann kann ich da Autos klauen. Dann habe ich aber auch noch eine Playlist parallel. Es ist wie Free Roam, nur mit Shitload to do. Und eine halbe Stunde, bevor das Kriegsgebiet losgeht. Und parallel finden in diesem Lockdown dann Rennen statt. Und wie gesagt, eigentlich kann man am Anfang vorher auch ein Auto wählen. Aber meine Ladezeit hat irgendwie gehangen und deswegen wurde ich mit dem genommen, was ich hatte. Okay, wir sehen auch jetzt unsere Crewmitglieder, die dabei sind. Ich glaube, ich bin der Einzige von meiner Crew hier im Rennen, so wie ich das sehe. Also ich sehe oben keinen anderen mit einem grünen Kreis. Ich gehe jetzt mal aus, ich bin der Einzige hiervon. Ich gebe mein Bestes, Jungs. Ich habe keine Ahnung, was ich dafür kriege. Wir gucken gleich mal. Oh, da vorne liegt auch... das ist wie Mario Party. Hier liegen ja Geld einfach rum. Das Geld liegt einfach auf der Straße. Shit, ey. Und wenn man hinten fährt, kriegt man es halt nicht mitgenommen. Da hat jemand einen Perk eingesetzt. Ich sehe gerade nämlich ganz schön viele platte Reifen. Weil ich glaube, die Waffen sind auch im Rennen hier einsetzt. Ihr seht nämlich unten bei meinem Tacho der Pursuit Tech, die man einsammeln kann in der Free Roam. Und die ist dann aber auch in den Rennen nutzbar. Das muss man so ein bisschen im Kopf behalten. Weil natürlich ist man dann so ein bisschen... die liegt auch hier im Rennen rum, okay. Heatstufe 1. Heatstufe steigt gerade in diesem Lauf auf jeden Fall. Ist ja wild, dass wir noch Rennen parallel haben. Geld. Kohle, Moneten. Moneten! Ich mag Moneten. Wir brauchen die Kohle. Weil wenn ich am Ende irgendwann aus diesem Lockdown rausfahre, Extraction Pack nehme, die Kohle, die ich da habe, bekomme ich ja. Was ich auf jeden Fall verloren habe, ist mein 53 Z von Justitia. Die Kiste ist jetzt erstmal woanders. Und vermutlich, wenn ich die Extraction nicht schaffe, ist der auch nicht mehr meiner. Das ist das vor allem das Schlimmere daran. Ich werde diesen Wagen einfach 24 Stunden verlieren. Das ist das Problem. 24 Stunden ist der Wagen dann im Besitz des anderen, kann rumgefahren werden. Das ist jetzt nicht schlimm, weil es nicht mein eigenes Auto, Gott sei Dank, war. Also schon mein eigenes Auto war, aber wie gesagt, nicht kein eigen aufgebautes, sondern eben eins, was wir per Racer oder Underground League, müsste glaube ich gewesen sein, freigeschaltet haben. Deswegen bin ich da jetzt nicht so traurig drum, aber nur so als kleiner Hintergedanke. Der 15 ist auch nicht so flott hier. Aber die Klassen sind auch wieder vorgegeben. In diesem Lockdown sind zum Beispiel nur A-Klassen-Autos verfügbar. Ich werde hier echt zum Profi-Hacker. Bring ein Motorrad zur Halle für schnelles Geld. Das soll Razer sein, ne? Auf Deutsch hat er eine andere Sekundensprünge bekommen. Es soll 1000% Razer sein. Schau auf die Karte. Oh. Ein Rivale hat ein Bike. Bikes sind sehr schnell, aber du siehst, wo sie sind. Okay. Jemand hat ein Bike eingesammelt. Nebenbei, was die Motorräder angeht, da kurz einmal freundlicher Hinweis. Die Motorräder... Ach, du dummer Pisser, Alter. Oh ja, das Arschloch, Alter. Dann schnapp dir diesen Truck. Digga, wir sind noch mitten im Rennracer. Entspann dich mal. Ich habe gerade andere Sorgen hier. Meine scheiß Kiste, wenn ich vorne ranfahre. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Mein Gott, ich bin überfordert mit der Gesamtsituation hier. Das ist natürlich assi. Die Bikes sind nur hier im Lockdown fahrbar und in den Playlisten, wo sie drin sind. Sie sind nicht freischaltbar. Also du holst die Bikes hier in diesem Lockdown, um eben in diese Lockups reinzukommen, aber die sind nicht eine Sache, die du freischalten kannst. Also du kannst ein Bike in diesem Spiel nicht besitzen. Es gibt also kein Tuning oder. Weil, wie gesagt, die Fahrzeuge sind an sich einfach nur so drin, wie sie drin sind. Nur so als kleiner freundlicher Hinweis. So, ey, war 48k. Ich bin der Beste in meiner Gruppe hier. Guck mal in der Show. Ich habe keine Ahnung, wo meine anderen Jungs rumfahren. Aber ich werde jetzt mal, warte, wir gucken mal gerade ganz gut auf die Minimap. Da kann ich auch so Autosachen eingeben. Ich kann mir ja theoretisch ein Auto kaufen, ne? Da sitzt auf jeden Fall der Lockdown-Truck gerade. Was ist das denn? Das ist Zone, wo ich Autos... Ne, da kann ich klauen, ne? A+. Oh, ne, man kann bessere Autos kriegen. Aber da ist der Lockdown, die Lockdown-Zone auf jeden Fall. Oh! Da kann man ein Auto holen. Ah, ist einer von mir. Nee, ist ein anderer. Das ist keiner von uns. Aber da vorne ist so eine... Das Ding, was er meint da hier, ne? Genau, dieses Ziel da mit dem Autosymbol. Da muss ich aber mich einkaufen. Habe ich mit 48k genug Kohle? Das wäre schon. Und wollen sich davon machen. Dein Rivale ist die meistgesuchte Person. Das werden sie bereuen. Okay. Ja, erster Lauf ist sehr viel rausfinden und
schauen, aber es hier ist asozial viel Tiefgang drin. Also man kann es auch alleine spielen. Ich komme jetzt gerade auch ganz gut alleine klar. Also noch habe ich ja von keinem anderen Spieler vollkommen die Fresse poliert bekommen. Noch nicht. Ist das dieser verdammte Street Racer, den wir suchen? Wir kriegen auf jeden Fall immer, wenn jemand ein Auto holt irgendwo. Also die Autos sind ja komplett scattered around the map, habt ihr ja gesehen. Diese grünen Sachen, da könnt ihr Autos einsammeln. Um schnellere zu bekommen. Also A ist nicht das Maximum, geht auch mehr. Aber ich fahre jetzt mal in diese Zone rein. Racer hat mich abgehängt. Einerseits mal zu gucken, ob ich diesen Key da kaufen kann, weil ich will das Auto gerne haben, was da drin steht. Weil da steht auf jeden Fall ein Auto drin. Das ist eins der Lockups. Jetzt Pursuit Check. Oh, die holen wir uns gerade mal schnell. Kann ich hier durch? Nein, kann ich nicht. Scheiße. Aber wir holen mal gerade... Ich will da jetzt runter, Spiel! Ja, und das Pursuit Deck, lass mich da jetzt hin. Mach keine Faxen jetzt hier. Naja, weil ich nicht schnell genug bin. Okay, wir lassen die Pursuit Deck. Ich habe nicht genug Tempo, um hier runterzukommen gerade. Mann, Alter. 21 Minuten haben wir nämlich noch. Da ist noch Kohle. Was passiert eigentlich, wenn ich da reinfahre? Kriege ich da echt Damage einfach? Ich bin im roten Bereich. Noch passiert hier nichts. Okay. Ich veranstalte ein Rockport-Rennen in Lakeshore. Bist du dabei? Das gibt richtig Kohle, ne? Ja, aber ich will das Rennen jetzt gerade mal nicht fahren. Ich will mal zu dem Punkt da fahren. Die ganzen Leute sollen sich ruhig mit das Rennen mit dem Rennen beschäftigen. Ich will mal zu dem Punkt da fahren. Zu dem goldenen Tor. Ich vermute, man braucht asozial viel Kohle. Sperrzone erweitert sich. Das ist der blaue Bereich, ihr seht das. Shit, ich muss hier hoch. In dem geht der Strom dann aus und man kriegt Damage. Zumindest so wie ich es verstanden habe. Meine Fahrenstufe geht auch hoch. Und das nebenbei, ohne dass ich verfolgt werde. Ne? Ihr seht, die Fahrenstufe steigt einfach so aktiv. Währenddessen. Fahren Stufe 3. So, ich bin auf jeden Fall in der Lockdown-Zone. Glaube ich. Okay, vorne ist auf jeden Fall das Auto-Ding. Ah, da ist kein Auto. Ist oben. Shit. Boah, was passiert, wenn ich da reinfahre? Bringt mich um, oder? Truck verfügbar. Der Truck kommt. Person mit überhöhter Gestärke, denn alles ist. Oh Junge, hier ist ja wirklich dunkel. Ach du Scheiße, ist hier düster. Subjekt bei Douglas Park entwickelt. Der schickt aber auch Damage. Wir haben auf jeden Fall auch den. Zahl 100.000! Nein! Ah, fuck! 100.000! Nein! Da steht die Corvette drin von hier. Webster! Fuck! Ich hab nicht genug Kohle. Shit, ich das Rennen mal gefahren. Ah, oh, nö! Da hätten wir. Ah, fuck! Truck ist hier bereit, bis kein Geld zu kassieren. Okay, wir können jetzt theoretisch auch abhauen, faktisch gesehen, wenn wir wollten. Seht ihr, wir könnten jetzt den Truck nehmen und mit dem uns verpissen. Aber wegen der Kohle bin ich ja nicht hier. Später. Scheiße, ich brauche 100.000 für den Lockup. Da ist so viel geiler Stuff drin. Und noch. Zentrale hier. Das Objekt darf nicht entkommen. Halt ihn in ein, Leute! Was passiert? Ich kriege hier Damage. Zieht's mir Leben ab? Ich bin mir nicht ganz sicher gerade. Ich glaube, ne? Was ist düster hier drin, wenn die ganzen Lichter aus sind? Junge, Junge. Ja. Oh ja, ich will hier leben. Ah, ich muss mal ganz kurz aus der Zone raus. Der Außenbereich, das gestriegelte, ist nicht das Problem. Ich brauche eine Tankstelle. Shit, ey. Da ist noch mehr Geld. Da ist oben drauf. Ja, komm ich jetzt nicht hin. Oh, Mann. Oh. Nicht gute diese. Brauche eine Kack-Tankstelle. Racer X Herausforderung. Schalte 5 Sonderwagen. Also, ich glaube gerade aktuell bin ich nicht in der Lage, das zu tun. Das Objekt ist irgendwo bei Douglas. Im Blickfeld. Oh, ich will diesen Teil haben. Scheiße. Ah, das nervt mich ja. Aber man kann auch ohne Mitspieler zocken. Das geht trotzdem. Ich merke es ja gerade. Also, man kann auch alleine zocken. Jetzt am Anfang geht es vor allem noch ganz gut. Okay, einer unter anderen Spieler ist sowieso weg. Also, entweder ist er rausgegangen, erwischt worden oder hat sich mit dem Truck verpisst. Die Snitch. Achtung, die dumme Snitch. Underwood Gardens. Auch noch Geld. Hol mir den scheiß Punkt gleich, sag dir. Ich hab gerade eine Halle geöffnet, aber da passen nur 2 Räder durch. Mann, wo sind die Motorräder? Ich muss Motorräder auf jeden Fall nochmal suchen. Du Trottel, da wird jemand gesucht und zwar nicht du. Nutze die Chance. Nee, ich hol mir gerade Kohle. Fahrzeug wird geklaut, 92.000. Wie passiert das dauert? Oben ist auch noch Kohle. An alle Einheiten. Zielfahrzeug in Underwood Gardens verloren. Und ich brauche eigentlich eine Tankstelle. Ich bin sonst im Arsch. Obwohl, wenn ich die Corvette klaue, ja nicht, oder? Weil ich bin hier, hab ja dann wieder live. Wer steht da denn auf dem Deck? Legt euch rein!
Da unten ist auch noch Geld, aber direkt in der Zone. Aber ich glaube, kurzzeitig dürfte ich das hier überleben, ne? Ist ja nur. Ich krieg ja nur kurzzeitig Damage. Mit den 12k. Lass sie nicht entkommen! Okay, jetzt wieder raus hier schnell. Ah, und auch direkt Stufe 5. Okay, ja, die gehen und werden auch direkt auf mich heiß. Okay, ich versuche jetzt mal die Corvette zu kriegen. Wir versuchen uns jetzt mal Websters Corvette zu kriegen. Ah, ich muss voll durch die Zone. Fuck. Wo ist der Tanker? Oh, fick die Zähne, ist die Zone groß. Ich komme nicht mehr durch, ne? Oh, scheiße. Ja, ich habe mich, glaube ich, gerade selbst reinmanövriert. Oh, nö. Lass nochmal Geld. Ah, scheiße, ja, das war's. Ich glaube, ich werde es nicht überleben, oder? Interceptor ist vor Ort. Brauche eine Tankstelle, aber hier ist gerade keine. Scheiße. Wo sind die Tankstelle? Mama. Ah, da vorne ist eine. Komm! Wir ziehen das ganze Leben ab. Hallo. Hört mich jetzt gar nicht. Wo ist die Tanke? Aber bitte, die funktioniert auch noch, wenn die geschlossen ist. Oh ja, okay. Here we go. Come on. Ich gebe mein Bestes, um Websters Corvette zu holen. Ich guck mal, ob wir es hinkriegen. Das Lock ist immer noch da. Ich habe genug Kohle. Oh, nö. Komm schon, bitte. Das wäre einfach ein wilder Move, hier im ersten direkt einfach Websters Corvette zu sneaken, Junge. Boah, aber der Modus macht bisher Bock, der richtig. Muss ich jetzt schon mal, also ganz fest mal sagen, ich bin sehr großer Fan bisher von dem Modus. Der bockt ja mal hart. Okay, da oben. Ist auch noch ein anderer Lockup offen, sehen wir gerade. Wie gesagt, mit dem Bike kann man kostenlos rein und das Bike kriegt von der Zone kein Damage. Das ist der wichtige Punkt. Mit dem Bike kriegt man keinen Damage in der Zone. Das ist ein ganz, ganz wilder Punkt, den man da mal kurz erwähnen sollte. Lockup ist, kannst mit dem Bike einfach rumrasen, ohne Stress zu kriegen. Gegen Bezahlung mache ich die Halle auf. Ja! Aber wenn du zu geizig bist, kannst du auch mit einem Bike durch die Seitentore rein. Bling, bling! Oh, ich hab Websters Corvette! Offene Halle verspricht reichlich Beute. Okay, wir fahren jetzt zum Truck. Ich nehme jetzt gerade mal kurz alles schnell mit. Dann schnapp dir diesen Truck! Wir haben zwei Waffen auf jeden Fall. Und nochmal 25k, okay. So, wir haben den Truck. Ich muss jetzt den Truck holen. Weil wenn wir den Truck bekommen, mit dem können wir uns Extraction und dann hätten wir Websters Corvette gewonnen. Ah, sehr gut, hier, jetzt sind wir aus der Zone wieder raus. Okay, here we go. Come on. Papa hat Websters Corvette. Oh, Junge, ist das Licht am Flackern, ey. Was ist mit dem Lichteffekt so geil gemacht, ne? Und noch mehr Kohle! Come on! Ich veranstalte ein Rockport-Rennen. Ja, jetzt gerade nicht mehr, scheißegal. Ich verpiss mich. Ich hab Websters Corvette, Digi. 2 Minuten 50 kommt der Truck. Okay, here we go. Come on. Alle Einheiten. Holy fuck, ey, ist das ein Kriegsgebiet. Da ist er. Wie beanspruche ich den? Ah, ich hab den beansprucht. Ich muss im Kreis bleiben, okay. Boah, ich hoffe, ich habe genug Leben dafür. Oh ne, von hinten kommt ein anderer Spieler. Nein, lass mich in Ruhe. Oh Gott, ich vermute eher, mein Leben geht dabei drauf. Komm, geh beanspruchen hoch. Hör auf mich zu rammen, Diggi. Komm schon. Truck beansprucht. Extrahieren. Ja! Hab ich's geschafft? War nur Spaß. Also gut, ich seh dich. Geil, aber man müsste auf Englisch spielen für Razors Stimme. Der Original-Synchronsprecher aus Deutschland haben sie nicht genommen wieder. Boah, also man kann auch alleine extracten, man kann auf seine Teammates komplett scheißen, wenn man Bock drauf hat. Finde ich gut. Alter hat das gebockt. Holy fuck. Nebenbei habe ich jetzt schon einen der Blacklist-Autos gewonnen. Ich habe Websters Corvette einfach mal hier gesneakt. Alter, extrahiert. Schnapp dir alles an Beute, die du rund um Lakeshore findest. Geld und Verfolgungstechnik. Öffne die Karte und setze einen Knackpunkt. Habe ich gemacht. Nimm einen Rennteil mit einem geklauten Fahrzeug. Da haben wir auch. Gib nochmal 10.000 Dollar und 5.000 XP extra. Hier sehen wir nochmal die extra Boni, die wir bekommen haben. Nebenbei habe ich mittlerweile 21 Mille im Spiel. Mir geht es finanziell ganz gut. Und das Geld, was man für die Sachen braucht, ist halt wirklich das, was man in der Zone sammelt. Einmal extrahiert. Rivalen haben wir beklaut. Heißen Wagen geklaut. Alter, guck mal hier. Halle geöffnet. Das ging gut, Alter. Holy shit. Nimm jeden B zu A-Wagen nach Lockdown. Warnung, wenn du nicht extrahierst, verlierst du deine Serie. Ah, okay. Holy fuck, was war das, Alter? Also, erstmal am Anfang war ich so überfordert. Aber danach ist es relativ logisch, was passiert. Und dann bockt das Hardcore. Und das kann man, also man kann es auch easy alleine spielen. Klar, mit der Gruppe ist es besser, weil man kann sich absprechen. Aber holy fuck, das bockt richtig. Und wie gesagt, ich finde Extraction Shooter super interessant.
Hab sie aber nie gespielt, weil ich nicht Shootern, taktischen Shootern nicht so kann. Ich mag dieses Slow und Steady nicht. Ich bin ja so Call of Duty rein, raus, bam, fertig. Aber hier in Need for Speed, bin ich ehrlich, feiere ich ein bisschen. Und ich finde die neuen Blacklist Autos auch cool. Wie gesagt, das Swapster jetzt, theoretisch hätten sie mir auch eine C6 weiterhin geben können. Aber man muss auch überlegen, ist 19 Jahre her, dass die Jungs und Mädels neue Autos haben, finde ich vollkommen fein. Ah, hier im Speedpass direkt mal ein bisschen was. Lockdown, 27.000 XP, Junge. Und wir haben Razor's Corvette frei. Oh, Junge, hier haben wir ein bisschen was freigeschaltet. Wagen. Da haben wir ihn schon. Da haben wir ihn schon. Wir haben Webster's fucking Corvette, liebe Leute. Extracted. Würde ich sagen, war ein ganz guter Start, oder? War eine ganz gute erste Runde, würde ich mal sagen. Alter. Das ist ja wild. Aber feiere ich sehr. Damit haben wir schon mal eins der wunderbaren Blacklist-Autos freigeschaltet. Weil wir nämlich jetzt mal hier ganz kurz in den Lockdown nochmal reingehen. Aufträge, Auftrag auswählen. Oh, wenn wir einen neuen Auftrag dann hier theoretisch weiter aus. Ah, hier kann man dann einen weiteren auswählen. Ich packe den einfach mal gerade rein. Da kann man noch. Oh, man kann noch mehr Aufträge hier reinpacken. Okay, interessant. Also man kann auch mehr Aufträge wählen. Aber, meine Wagen. Nee, das wollte ich nicht. Aufträge. Genau, da wollte ich reingucken. Bei Webster's Wagen haben wir jetzt schon. Da seht ihr Blacklist Nummer 5. Schwarze Liste. Man muss nicht alles ersetzen, Leute. Die Blacklist hätte es auch getan. Das merke ich jetzt gerade. Aber. Das ist geil. Okay, erster Auto haben wir schon mal. Das war so zum ersten wunderbaren Eindruck zu diesem wunderbaren neuen Modus. Weitere Videos folgen auf jeden Fall. Wir werden uns auch noch, wie gesagt, den Integra und auch den Subi natürlich anschauen. Wenn ihr da Bock habt, kommt da, schaltet da auch gerne nächste Folge wieder rein. Das bockt hier schon ziemlich hardcore. Ist ein ziemlich geiler Modus und wie gesagt, den Tiefgang haben wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig mitbekommen. Dementsprechend, wenn ihr auch Bock habt, nächstes Mal, schaltet auch gerne nächste Folge wieder rein. Haut rein, bis dann und tschö, tschö. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping.